Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Momentan bin ich noch alleine unterwegs, aber voraussichtlich in wenigen Augenblicken wird der Commander Carlton wieder zu uns stoßen. Ja. Ich werde derweil mal versuchen, das Floß ein bisschen zurück zu navigieren, damit wir vielleicht auf diese Insel draufkommen. Und Wo so ich ein... spawne. Bitte? Mal gucken, wo ich spawne. Ja, auf jeden Fall ist die Kiste wieder zu jetzt. Ich habe übrigens hier dasselbe Problem wie du mit W und Q, mit Vorwärtsgehen und Kiste wegwerfen. Liegt nämlich hier das R, um das Segel zu drehen, direkt neben dem E, um das Segel einzuziehen. Okay. So. Wir werden gleich, glaube ich, unsanft gedreht. Ich dotze nämlich hier ganz schön gegen die Insel. Bist du denn wieder aufgetaucht irgendwo? Ja, direkt am Gehege. Ah ja. Ja, ich habe es mir gedacht. Wir kommen hier genau gegen die Strömung nicht zu Nicht dieser an. Insel zurück. Also fahren wir weiter. Gut, gut, gut. Denke, dadurch, dass wir hier oben jetzt so üppig, Sind. ja, werden wir wahrscheinlich auch mal noch zusätzliche Wasserflaschen brauchen, weil das Ganze ja auch gegossen werden will. Oder wir sagen wirklich, wir warten jeweils auf Regen. Das kann aber unter Umständen lange dauern. So, vier Rüben, vier Kartoffeln. Ich koche hier noch mal ein bisschen Gemüseeintopf. So schnell. Hat man mich wieder. Oder so. Ich werde noch mal gucken von den Fischen. Da werde ich mal die Makrelen durchgrillen. Steht die Winkekatze da am in der Seite des Floßes, okay? Hat sie denn da schon ihre endgültige Parkposition erreicht? Ich denke mal, ja. Da geht das Ding keiner auf dem Sack. Oder steht im Weg. Natürlich, wenn dir die Platzierung nicht passt, kannst du sie gerne umstellen. Naja, mal gucken. Vielleicht, falls wir irgendwo Mäuse finden, können wir die Katze dahin, können wir die Katze dahin stellen. Dann müssen wir bis zum Update warten. Vielleicht kommen da Mäuse. Wer weiß. So, ich gehe mal um unsere Kartoffeln und Rüben gießen.
Dann werde ich mal gucken, möchtest du auch eine zweite Wasserflasche haben? Aber ich gucke mal gerade, ob ich die mir selber herstellen kann. Okay, dann guck ruhig. Weil der Vorteil ist ja, wenn du dir dann die eine Flasche Wasser aus dem Behälter holst, kannst du mit der zweiten Flasche es wieder nachfüllen. Und je nachdem, wenn unser Garten da oben noch größer wird, also dass uns dann nicht passiert, dass jemand verdurstet oder dass wir die Pflanzen nicht gießen können, weißt du? Ja, klar. Und kannst du dir eine herstellen? Du brauchst dafür Glibber. Wahrscheinlich hast du keinen Glibber. Ne, ich habe kein Glibber. Ich habe Das ist keine aber kein Wasser. Problem. Mein Glibber reicht für zwei Flaschen. Ich habe auch schon zwei gebaut. Okay. Na, dafür braucht man dann immer, da hast du eine Kiste verloren da hinter dir. Ja, das ist ein Rezept, was wir, glaube ich, schon haben. Einfacher Fischeintopf, ja, den haben wir sogar relativ oft. So, hier kommt die Flasche. Da liegt sie. Jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt habe ich in der einen Flasche noch Wasser und kann aber trotzdem dir das hier auffüllen. Das würde ich normalerweise nicht gehen. Und das mache ich hier hinten dann auch mal. So, da dürften wir dann zukünftig. Mit dem Salzwasser kannst du auch gießen oder musst du Trinkwasser nehmen? Also ich habe bis jetzt immer mit Trinkwasser gegossen, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pflanzen vielleicht Salzwasser nicht so gerne haben. Die sind ja auf der Insel, da kriegen sie ja auch nichts anderes, ne? Das ist eine gute Frage. Hast du vielleicht einen Botaniker, den wir anrufen können? Ich habe dir hier hinten Fisch auf den Grill gelegt. Das dauert zwar noch einen Moment, bis der fertig ist. Ich habe es mitbekommen. So. So, da werde ich mir jetzt eine Suppe in den Kopf klopfen. Wundervoll. Und hier gleich mit der Gemüsesuppe weitermachen, sodass du da auch gleich wieder eine hast. So, ist alles in der Mache, du musst es dir nur nehmen, wenn es fertig ist. So, wie viele Kletterpflanzenglibber haben wir denn noch? Ich werde noch mal ein bisschen nachproduzieren. Einfach nur, damit er uns nicht ausgeht. Da hinten kommt übrigens ein Floß. Mal wieder. Also es tut der Pflanze nichts. Na gut, es ist ja schon alles gegossen da oben. Wann kommen denn die Tiere? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, spätestens im Februar. Vielleicht auch früher. Soll ich anhalten für das Floß oder weiterfahren? Hinter dir wäre das. Nee, geh du da mal hin. Ich muss gerade noch mal hoch. Ich habe meine Flasche vergessen. Ich muss unbedingt in die Einstellungen die Tastatur umstellen. Ey. Das ist sowas von nervig. Dass du mal was wegwirfst. Ja. Die Taste ist unüberflüssig, ey. Mann. Gut. Sag jetzt schon mal sorry für den Lutscher kauen. Mal, da geht eine Vogelscheuche unter, eine Vogelscheuche aus seinem Floß. Was will ich nehmen? Nee. Bauen können wir eine, wir brauchen aber keine. Weil uns die Möwen ja nichts tun.
weiß, wer weiß. Irgendwann vielleicht. Das sind Biester. In dem Löwe hat mir sogar schon mal mein Eis geklappt. Wo war das denn? An der Küste. An der Küste? Ja. Mensch, du weißt, wo die Küste ist und sagst mir nicht, wo ich hinsteuern muss. Tja. Man muss einen Eiswagen stellen. Ja. Ein Eiswagen? Hm. Vielleicht fahren wir dann einfach dem Glockengeläut des Eiswagens hinterher. Wenn du dir den Fisch und die Suppe nimmst, kann ich weiter grillen und kochen. Moment. Hat mal dein Wasser aufgefüllt. Sehr gut. Ich hab noch zwei Fische im Inventar. Warte, die würde ich dann schnell essen. Ui, so ein Riesending. Willst du dann beißen? Naja. Das ist direkt vor meinem. Also hier. Ich wollte nur mal beim Essen zugucken. Erst bewirft er mich mit Steinen. Dann zeigt er mit Pfeil und Bogen auf mich. Dann will er noch mein Essen haben. Das mit den zwei Flaschen war auf jeden Fall eine gute Sache. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen Zeug weglegen. Ah, Seil. 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 Rezept für Früchtekompott. Haben wir das auch doppelt? Oh ja, sogar. Na, ist egal. Prozentig. Die stapeln sich ja. Vielleicht können wir ja eine Zeitschrift draus machen dann. Ich weiß es nicht. Vielleicht möchte uns ja einer besuchen, der das Spiel auch spielt und gerne die Rezepte haben, die wir überflüssig haben. Also, wer zusieht und Rezepte haben möchte, kann sich gerne melden. Hm. Ich weiß nur nicht, wie das ist. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Ob man von Spiel zu Spiel, von Spielstand zu Spielstand diese Sachen mitnehmen kann. Ach so, ja, ja, stimmt. Das wissen wir noch gar nicht. Aber trotzdem dürft ihr vorbeikommen. Keine Frage, ihr seid herzlich eingeladen. So. Wunderherrlich. Mach dann hier direkt weiter. Ich werde noch zum Koch. So, aber normalerweise müssten wir jetzt auch mal werd mal oben erstmal wieder ernten gehen. Muss mich noch dran gewöhnen, dass ich jeweils 4 Rüben und 4 Kartoffeln aufheben muss, damit das hier auch zum Nachpflanzen passt. Na? Ernten, 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 ernten. So, Rübe. Ich komme dann gießen. Ich habe gerade 2 Flaschen Wasser dabei, brauchst du nicht. Okay. Aber ich merke es mir fürs nächste Mal. Du könntest aber die Palmen und die Palmen abholzen und da neue einpflanzen, wenn du möchtest.
So, die Rüben und die Kartoffeln sind gepflanzt und bewässert. So. Ich mag nicht im Dunkeln spielen. Na, die Sonne geht ja schon wieder auf. Wir können uns ja gerne, wenn die nächste Nacht anbricht, dann können wir uns ja auch schlafen legen. Ich glaube, Olaf hat Gefallen an der Winkelkatze gefunden. Die gefressen. Nee, aber es sah so aus, als ob er wollte. Nehmen Sie sie ruhig. Genieße mal gerade hier oben den Sonnenaufgang. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Ja, ich höre hinter mir den Hacker Pschorr. Jetzt haben wir ja auch mittlerweile wieder ein bisschen Material. Jetzt baue ich mal die Hütte fertig. Was soll ich in der Zeit machen? Ja, was möchtest du denn gerne in der Zeit machen? Auf jeden Fall Ausschau halten, Ach nein, so. ob du irgendwas siehst. Und wenn du was siehst, Anker runterwerfen. Und da oben nochmal pflanzen, wenn du abgeholzt hast. Da haben wir alle was zu tun. Also in dem Spiel hat man ja eigentlich immer was zu tun. Es hört nie auf. Mich würde mal interessieren, ob es irgendwelche Grenzen überhaupt gibt beim Bauen. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe da insbesondere im Kreativmodus schon ganz tolle Konstruktionen gesehen, was die Leute da gemacht haben. Weißt du, was mir einfällt, wenn ich hier im Spiel immer Zup sage? Das Spiel. Ach. Zup 3. Eins der besten Spiele der Welt. Ganz sicher nicht. Ach was. Findest du es nicht anspruchsvoll? Weiß nicht. Schauen, dass die Kugel auf dem Teppich landet. Oder so. Man hätte es Plumps nennen können, aber nicht. So, mein lieber Freund Graf Tutti, deine Hütte ist fertig, dein Bett steht drin, einrichten darfst du es dir nach deinem eigenen Geschmack. Dankeschön. Bitteschön. Ich muss jetzt nur schnell Wasser tanken gehen, dass ich die Pflanzen gießen kann. Keins dabei? Ich hatte eine Flasche dabei. Aber eigentlich da vorne bei mir müsste doch ein Druck, da ist ja welches fertig. Ja, das scheiße, jetzt habe ich beide mit Salzwasser voll. Macht nichts, hinten deins ist leer, da muss Salzwasser rein, hinten in deins. Okay, dann laufe ich nach hinten. Da habe ich mir nämlich Ach, Kacke. hat der Kuh gedrückt. Mensch, doch. Soll ich mal Also, liebe Spielehersteller, wenn ihr zufällig zuguckt, ändert diese Wegwerftaste, keine Ahnung, von mir aus nimmt die 7, aber. Weil 7 ist meine Zahl. Das war doch von Subway to Sally, oder? Ja. Du kannst die Taste ja ändern. Das geht ja. So, grillen. Weiter grillen. Zop, zop, zop. Zop, zop, zop. Zop. Rucki zucki. Rucki-zucki. Bin mal gespannt, wann das erste meiner Videos markiert wird, weil der Algorithmus von YouTube erkennt, was wir hier so zwischendurch summen. Okay. Ausgeschlossen ist das nicht.
Nächste Essen ist wieder dir. Bewegen wir uns denn überhaupt? Nein, der Anker ist ja noch gar nicht wieder hochgezogen. Ja. Ich wundere mich, warum nichts in die Fangnetze gerät. Ist es denn die Möglichkeit? Das gibt's doch nicht. Heute können sie gewinnen, weißt Heute können sie gewinnen? Wer gewinnt denn? die Haie. Mhm. Tja, bei den Wintergames wäre es wirklich schön gewesen. Bei 47:11 Da sind wir Zuschauer. übrigens zusammen unterwegs gewesen, der Kommando und ich. Und ich entschwinde mal gerade ins Nirvana. Sieht man auch, dass ich hier in der kurzen Hose unterwegs bin im Winter. Oh mein Gott. Na, wenigstens nicht in der Unterhose. Da haben wir uns wenigstens was gegönnt, eine Kleinigkeit. Und zwar. Einen netten Puck. Ne, das muss ich hier in der anderen Kamera zeigen. Erzähl mal was dazu. Hier. Das ist ein Puck vom Wintergame Event. Da hat die Kölner Haie gegen die DEG gespielt. Im Rhein-Energie-Stadion, wo normalerweise Fußball gespielt wird. Da war ein Riesenevent. Aber leider. Hatten wir verloren. Aber knapp, in der Nachspielzeit. Wir Genau. hatten eine Chance, oder Köln hatte eine Chance und hätte durchaus auch Gewinnen gewinnen können. können, hat eine Chance vertan. Düsseldorf nutzte die Chance und das Spiel war vorbei. Ja, ich würde mal sagen, damit steht ja auch fest, wie die aktuelle Folge heißt. Wintergame. Ja, und das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank an Commander Carten fürs Dabeisein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.